Moin, moin, liebe Weichenaufschneider und Abgebügeltfahrer. Stell dir vor, es ist Messe in Erfurt und du kannst nicht hin. Weil zum Beispiel die Schwiegermutter Geburtstag hat oder so. Dann kommt im Zweifelsfall die Messe zu dir und zwar jetzt in Form dieses Videos. Leider muss ich mich im Vorwege schon ein bisschen entschuldigen, weil ich habe so ein kleines Aufsteckmikro für meine Kamera, mit der man da immer so Vlog-mäßig so ein bisschen am Abgehen ist. Und das war nicht angeschlossen. Also es steckte zwar drauf, aber hinten der Stecker war nicht drin. Deswegen ist der Sound gerade in diesen Szenen, wo ich so ein bisschen was erzählen will, etwas schrottig. Das Problem ist, ich sage da bedeutungsgeschwängerte Dinge, die ich auf keinen Fall euch vorenthalten möchte. Und deswegen habe ich es versucht, jetzt aus dem internen Mikro so ein bisschen mit einem Multiband-Kompressor so rauszuholen, die Sprache, dass das eventuell ein bisschen zu verstehen ist. Ja, wenn nicht, dann kann man das auch einfach überspringen und einfach nur die anderen Bilder angucken, weil die sind nämlich auch ganz schön. Genau, das alles und ein bisschen mehr erwartet uns in den nächsten 12 Minuten, aber jetzt machen wir erstmal hier den Vorspann rein. Jetzt hier. So, ich bin jetzt hier angekommen in schönen Erfurt in der Messehalle und ich mache mal so einen Schwenk und beginne diesen Vlog mit einer dreckigen Kamera. Warte kurz. Beginne diesen Vlog mit einer kleinen Rundumsicht über die Ausstellungsfläche, die wir hier haben. Diese seht ihr hinter mir. Mit dem Gebirge. Da hinten ist so eine Trestle. Hier ist ein relativ großer Bahnhof. Und hier dieser Graben ist die Zufahrt zur Anlage. Und hier werden dann nochmal für die Zuschauer sein. Gegenüber kann man irgendwie fliegen, indoor, so mit Drohnen und all so einem Tüdelkram. Jo, und ich habe jetzt gerade, das Auto ist leer, ich habe alles ausgeräumt. Und die Leute gucken mich den nicht an, weil ich mit einer Kamera rede. Und unterdessen habe ich jetzt hier ein relativ umfangreiches Puzzle, was zusammengesetzt werden will. Ist noch nicht lange her, dass ich es auseinandergenommen habe. Aber ich bin jetzt schon verwirrt, weil ich muss das jetzt im Kopf irgendwie umdrehen, weil zu Hause lag das andersrum. Ja. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. So, wir haben es jetzt. H7. Die Anlage ist fertig aufgebaut. Und ja, ich bin Petit im Arsch. Und mir läuft die Nase, ist auch nicht so schön. Ja, ich habe gerade noch einen kurzen WLAN-Check gemacht, der funktioniert. Hier ist unser Access Point. Und den nachher reinhängen. Und draußen geht, glaube ich, gerade die Welt unter. Ich glaube, das wird gleich eine wirklich witzige Fahrt. Ja, ich habe WLAN. Cool. Dann bin ich mal gespannt. Okay, nach mehreren Nachtschichten, also eigentlich nur einer Nacht, gestern Abend, unsere Anlage läuft, also die vorher schon, das war ja auch kaum anders zu erwarten. Klingt mal. Aber gestern haben wir jetzt uns in erster Linie noch darum gekümmert, dass auch dieses Konstrukt hier einigermaßen ins Laufen kommt. Da sind wir noch nicht ganz fertig. Aber oben hier ist immer nass. Da tropft das, glaube ich, aus der Klimaanlage oder so. Ich dachte erst, das sei ein Wasserturm, aber das ist was anderes. Auch auf dieser Anlage kommen selbstverständlich die vielfach bewährten und elegant gebauten Spaßbahndekorationen zum Einsatz. Sollte es auch anders sein.
Und ja, genau da ist jetzt eigentlich im Moment auch die Hauptaufgabe. Es wird noch weiter rumprogrammiert und angeschlossen. Es ist jetzt mittlerweile 2:30 und wir haben schon verschiedenste Katastrophen hinter uns gebracht. Es hat sich leider gezeigt, dass... Oh Gott, nein, das hat funktioniert. Das sah knapp aus. Ich weiß Gott. Es hat sich leider gezeigt, dass hier relativ viel im 2,4 GHz Band gepumpt wird, wodurch unser WLAN nicht funktionierte. Daher habe ich jetzt das Interface vom Spaßkahn auf Kabel umgestellt wieder, die zu Fadis Zeiten damals nicht mehr WLAN, nichts mehr mit cool gefunkt, sondern jetzt ganz eher USB. Aber es funktioniert. Das heißt, die Anlage musste einmal umgestellt werden. Der Haken dabei war, dass ich da irgendwann mal den Server nicht richtig ausgeschaltet habe und dadurch war dann leider der ganze Plan kaputt. Also ich habe den Plan jetzt nochmal neu eingegeben. Aber morgen schauen wir uns auf jeden Fall die Messe auch noch ein bisschen an. Das habe ich irgendwann mal versprochen. Jetzt fährt Gott sei Dank erstmal wieder so ein bisschen was.
in Mali. Ja, so viel dazu. Der omnipräsente Geruch von verschmorter Elektronik ist mittlerweile auch wieder verflogen. Und was jetzt zurückbleibt, ist doch eigentlich die Erkenntnis, dass man auf solchen Veranstaltungen schlecht mit WLAN, zumindest im 2,4 GHz Band, ein Netz aufbauen kann. Und daher, weil ich es jetzt quasi am eigenen Leib erfahren musste, wird es im Laufe dieser Woche, also jetzt wahrscheinlich nicht, aber nächste Woche, eine neue Software für das Spaßcan Interface 2 geben, was jetzt dann die Möglichkeit bietet, nicht nur über WLAN direkt mit dem Server Verbindung aufzunehmen, sondern auch wieder kabelgebunden über USB. Was jetzt vorher nur mit dem Arduino-Chip funktioniert hat, würde es dann jetzt auch wieder mit dem ESP geben. Diesmal allerdings nicht mit dem RASCII-Format, sondern weiterhin mit dem ROCNET. Allerdings ROCNET nicht über UDP, sondern ROCNET über seriell. Damit habe ich es jetzt am Ende nämlich auch hingekriegt. Musste dann quasi in der Not eine neue Software dafür schreiben. Das ging relativ schnell, weil das Protokoll stand ja schon. Und die werde ich dann auch veröffentlichen. Sind jetzt mal ein paar Feinheiten zu machen, aber dann geht das los. Genau, und wenn ihr nach wie vor auf der Suche seid nach interessanten Videos mit dem Blick fürs Detail, die allerdings nie die Totale komplett aus dem Blick verlieren, dann seid ihr hier wahrscheinlich vollkommen falsch, denn hier gibt es Videos wie diese, weil das ist so das, was ich so mache. Und wenn euch das gefällt, ja, dann schaut mal wieder vorbei. Oder schaut einfach auch mal auf meinen Blog, weil da schreibe ich immer wieder interessante Sachen zu der ganzen Spaßbahn-Decoder-Hardware oder auch zu der Spaßkan-Rückmeldung. Und ja, wenn ihr da nicht so Bock drauf habt, dann vielleicht auf den anderen Social-Media-Kanälen, also Facebook oder sowas, oder hier halt auf YouTube oder Pornhub oder, keine Ahnung, StudiVZ, Knuddels. Ja. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Ciao.